So, was geht jetzt mit mir? Heute werden wir auf Beastlike reagieren. Und ja, warum seht ihr mich zweimal? Ich habe gestern im Livestream auf Beastlike reagiert. An sein Statement gegen, oder seine Dingsterbumster Ansage gegen Pain und sein Statement. Ja. Ist ein bisschen eskaliert, deswegen möchte ich euch darum bitten, dass ihr das Video euch ganz anschaut. Und ja, ich hoffe, ihr seid meiner Meinung. Pain, Beastlike. Wenn du dieses Video sehen solltest, überleg dir das nochmal, was ich hier gesagt habe. Wir können gerne ein Interview machen. Aber, ich hoffe, euch gefällt das Video. Lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Wir haben die 2000 geknackt. Also nochmal, Dankeschön. Und für die Leute, ja, ich bin auf Pain seiner Seite. Also, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Und haut rein, tschüss, peace. Oh Gott. Ja, klatsch nicht. Jo Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu dem... Auf Sascha sein Video werde ich auch gleich machen. GXT. Werde ich auch gleich machen. Statement heute. Und zwar, das Leute... Das werde ich gleich sagen, Imagine. Heute wird das Statement kommen, wo ich über alles reden werde, Leute. Das erste Statement haben von mir sehr viele Leute... Die Bewertung. Falsch verstanden. Es hat sich auch ein paar Sachen geändert, die ich euch heute auch sagen werde. Und es wird noch eine Ansage an einen gewissen YouTuber geben... Sag doch den Namen, er steht im Titel, danke. Mit der Sache ich noch nicht zu Ende bin, Leute, ja? Ich will das jetzt heute hier klären. Nenne mich Blacky, okay, werde ich machen. Ja gut, das kannst du dir vielleicht einen anderen Namen aussuchen? Ich hatte so einen Hintergrund mit diesem Namen, danke. Deswegen, ja. Tut mir leid, Bruder, GXT. Das ist eine andere Geschichte, aber kann ich dich irgendwie anders nennen? Das Ding ist halt, fake wieder das halbe. Okay, werde ich machen. Bin weg. Okay, dankeschön, Lunix, dass du dabei warst. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Kuss. Deswegen würde ich sagen, Leute, ja, schaut euch das... Und jetzt ist wieder, Ding ist getriggert. Schreibt mir bis zum Schluss an und schreibt mir auf jeden Fall bei Instagram, wenn ihr hinter mir steht, wenn ihr Fragen habt, egal, ob es zu ADHS ist, zu ADS, Leute, könnt mir immer schreiben. Ich habe die ganze Scheiße durchgemacht, deswegen ich weiß, von was ich rede. Und ja, ich würde sagen, Leute, ich beginne jetzt. Und ja, let's go. So Leute, auf jeden Fall, sehr viele Leute haben das erste Statement nicht so ganz... Okay, ich werde dich Elias nennen, ist das gut? ...verstanden, so wie ich das gemeint habe, ja. denn viele dachten so, ja... Digga, warte. Dicker, ich bin dir ehrlich, du bist ein ekliger Mensch. Ich mag den Typen auch nicht so wirklich. Aber er ist schon am Boden und trillt noch drauf. Er will sich ändern und gib ihm doch die Chance, es zu machen. Du kleiner Sipp, du mit 20 oder wie alt du bist, weniger Bartwuchs als ein 12-Jähriger. Denn viele dachten so, ja, diese Tabletten sind ja nicht schlimm, ADHS ist keine Krankheit. Leute, wenn ADHS keine Krankheit wäre, dann erklärt mir jetzt mal bitte, warum ich das seit meiner Geburt habe. Ist das einfach nur so, weil der liebe Gott es will? Kann man ADHS tatsächlich... Ja, Elias, ist okay, gut. Kann man ADHS wirklich seit Geburt an haben? Nee, das glaube ich jetzt eher weniger, aber... also nur so kleine Info. Falls ihr irgendwas Falsches sagt in dem Video, werde ich sofort wissen. Denn mein kleiner Bruder hat ADHS und ich weiß, was dahinter steckt. Und ich weiß, was man alles machen muss. Und ich werde instant getriggert sein, wenn er irgendwas Falsches sagt, was nicht stimmt. Weil dann werde ich ihm wirklich meine Meinung sagen. Ich habe es schon mal in meinem Video gemacht. Und wenn er falsches... Dankeschön, Elias. Ehrenmann. Benny, was geht, Mann? Hallo. Dankeschön. Oder Elias. Ist es wirklich eine Krankheit? Und es ist wirklich eine Krankheit, Leute, ja. Die Tabletten ficken einen wirklich komplett. Ja. Also wie gesagt, falls er was Falsches sagen wird, werde ich ihm das direkt sagen. Und sehr viele können gar nicht nachvollziehen von euch, also können das einfach nicht verstehen, wie es ist, wenn man auf diesen Tabletten ist. Viele können das nicht verstehen. Benny, Bruder, ich hoffe, dir geht's gut, Mann. Weil ihr, genau du, wo jetzt gerade zuschaust, du kannst nicht wissen, wie ich mich fühle. Okay, ich kann nicht wissen, wie du dich fühlst. Pain, du hast doch gar keine Ahnung von ADHS und laberst, als wärst du voll der Profi. Werde ich auch gleich sehen. Machst du das mit muss los oder wie geht das? Wie alt ist mein Bruder? Mein Bruder ist 14.
Du kannst das nicht wissen. Wie willst du wissen, wie ich mich fühle? Du weißt nicht, was ich für Krankheiten habe? Okay, ihr wisst es jetzt, aber wenn, sagen wir mal, eine fremde Person es ist, du kannst nicht wissen, wenn du eine fremde Person auf... Hey Bro, du machst alles richtig. Ich habe ADS und alle Ärzte haben gesagt, dass Tabletten, 3 Tabletten jeden Morgen genommen. Das hat mein Wachstum und so komplett verlangsamt. Ab der 5. Klasse habe ich aufgehört und es hat es nicht verschlechtert, sondern verbessert. Jetzt checke ich niemand, dass ich ADS habe, weil es so weg ist, weil die Tabletten nicht mehr nehme. Perfekt, du hast das richtig gut gemacht. Bin stolz auf dich, Habibi. Dann hättest du weiterhin... Also, Digga, ganz ehrlich mal. Klein Moment, Beastlike. Weißt du was? Weißt du was, Beastlike? Du hast keine Ahnung, was diese Tabletten machen. Du laberst hier, das können... Du bist so ein... Mann, es regt mich auf, es regt mich auf. Ich könnte wieder kosten, ich könnte ausrasten. Dieser Typ macht mich aggressiv, er macht mich krank. Es ist in Schweiz... Mein Gott, bist du ein dummer Mensch. Ohne Spaß, es tut mir leid. Normalerweise bin ich fröhlich und normalerweise will ich Liebe machen, Liebe haben und. Aber bei so einem Menschen fuckt es mich ab. ADHS-Tabletten sind Tabletten, die man nimmt, dass sich Leute konzentrieren können. Und nicht, weil es dein Ding oder so stoppen kann. Klar kann das sein, dass das passieren kann, aber dann macht man irgendwas falsch. Dann nimmt man eine Dosis zu viel. Und Digga, hör auf zu labern, du hast Ahnung von diesen Tabletten. Diese Tabletten sorgen dafür, dass du dich konzentrieren kannst in der Schule, bei der Arbeit, wo auch immer. Und dafür, dass du ADHS hast, seitdem, dass du ein Kind bist, sitzt du aber ganz schön ruhig hier, ja? Bruder, meine der Straße siehst, ja, was hat diese Person für eine Krankheit? Ja, warum sieht diese Person so aus? Ja, warum hat diese Person dies und das? Wisst ihr, ich meine, Leute? Bruder, falls du ADHS hättest, müsstest du einen kleinen Moment, ich zeig das euch jetzt mal. Und dieser Typ fuckt mich jetzt echt ab. Wenn man ADHS hätte, müsste man, und ich kenne das selber von mir, bei mir wurde auch ADHS getestet. Ich hab's nicht, aber ist okay. Ja, wenn man ADHS hat, muss man irgendwas machen. Und nur das hier, so, ist keine Bewegung. Wenn man so macht, zum Beispiel, unter dem Tisch, so. Seht ihr das? Ich hoffe, mit dem Knie, ja? Wenn man das so macht, mit dem Knie, genau in dem Moment, wenn man das wirklich durchgehend macht, dann kann ich sagen, okay, man könnte vielleicht sehen, er hat vielleicht ADHS, ja? Aber dann muss man nicht davon labern, dass man ADHS hat, weil er sitzt ziemlich ruhig da. Absoluter Faker, ja, da bin ich ja deiner Meinung, Elias. Und ich bin einfach so ein Mensch, ich respektiere jede Krankheit, egal was es für eine Krankheit ist, Leute, weil ich selber weiß, wie hart das Leben ist mit sowas, ja? Und ich arbeite, Leute, ich arbeite mit alten, kranken Menschen. Und warum sollte ich euch... Eine, schon im Kindesalter begangen, Ende, psychische Störung genannt, was? Eine, schon im Kindesalter beginnende psychische Störung genannt, mittlerweile Stellen... hyperkinetische Störung wie ADHS zusammen mit einer mit Störung des Sozialverhaltens die häufigsten psychischen Störungen im Kindesalter da. Okay, und jetzt? Juckt irgendwelche mich, Lügen erzählen. Ich hasse den Typen jetzt schon, obwohl das erste Video 2 Minuten geht. Irgendwelche, ja. Keine Ahnung, irgendwelche erfundenen Geschichten. Warum sollte ich euch sowas erzählen? Habe ich es nötig? Nein. Jeder weiß, dass ich jetzt kiffe wegen meiner Krankheit. Was juckt's? Elias Ehrenmann. Ey, was? Was? Du kiffst? Du kiffst wegen dem ADHS? Willst du mich ganz von vorne und hinten komplett wegflaxen? Du kiffst wegen dem ADHS. Bruder, wo ist die Logik? Erklär mir das mal. Du. What the fuck? Du nimmst Drogen? Wurde. Also, okay, ich muss mich wieder beruhigen. Und zwar. Bruder, wurde das dir von einem Arzt verschrieben? Wenn jemand das weiß, bitte schreibt es mir in die Kommentare, ob das von einem Arzt gedingst wurde. Moin, hab leider den Stream erst jetzt gesehen, weil ich beschäftigt war. Das ist kein Problem, Digga. Schön, dass du hier bist, Bruder. Prank Bros, Pranks, Fake, Klicks, Fake, Skill, Fake, Kappa. Aber über Krankheiten zu lachen, ohne zu wissen, was für Folgen das haben könnte. Also... Achso, das geht jetzt an Beastlike. Ich dachte schon, das geht an mich. Ja, wurde, hat er gesagt. Er hat... Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Hä? Ja, macht wirklich keinen Sinn. Wenn es mir besser geht, ist mir scheißegal, was die Leute von mir denken. Wisst ihr, was ich meine? Und ich finde es einfach nicht fair. Wirklich mal, Payne, jetzt mal wirklich eine ernsthafte Frage an dich.
sei mir jetzt wirklich ehrlich, ich weiß, du wirst dieses Video hier sehen, ja? Und jetzt wirklich mal eine ernsthafte Frage. Kannst du mich ernst nehmen? Beantworte mir diese Frage. Kannst du mich ernst nehmen? Jetzt wirklich. Bruder, wenn du nicht so lügen würdest, könnte ich dich ernst nehmen. Aber Bruder, ich sag jetzt mal in der Sprache, in der du es auch verstehst. Yo, Bro, wann du ernst genommen wirst, werde, dann mach kein Fake-Klicks oder mach kein fucking Fake-Clickbaits und schreib nicht immer in die Titel in, oh mein Gott, oder so ein Scheiß. Bro, glaub mir, irgendwann mal werden wir uns sehen. Du lebst in der Schweiz, wir werden uns sehen. Sorry, das tut mir leid. Tut mir leid. Mal ehrlich, kannst du mich ernst nehmen? Weil ich glaube, du kannst mich nicht ernst nehmen. Weil du nämlich. Das war gerade Schweizerdeutsch, liebe Leute. Mann, ich penne von ganz rumrennen gleich ein. Warum musst du rumrennen? Damals diese ganzen Pranks von mir. Reportage in District gegen Bislack machen. Ja, mal schauen. Aufgelöst hast und jeder hat dann gewusst, sie sind fake. Incoming. Okay, sie sind, waren alle fake. Scheißegal jetzt. Anderes Thema, ja? Aber mir geht. Er hat es zugegeben! War er uns allen bewusst. Jetzt ums Prinzip, wenn ich mich doch in die Öffentlichkeit stelle und den Leuten vermitteln möchte, wie es bei mir ging mit meiner Krankheit, dies, das, ich meine das. Hört sich leicht wie österreichisch an. Ja, hat was. Das ist doch nicht böse. Dicker, ich meine das korrekt, damit ich den Leuten helfen kann, damit ich einfach. Wie, in denen, dass du sagst, du kiffst? Was soll da bitte korrekt sein, Bruder? Du nimmst Drogen und sagst den Leuten, mir geht es besser, wenn ich Drogen nehme. Was ist da bitte schön für ein Vorbild in dir drinne? Was willst du für ein Vorbild sein? Digga, ich bin so auf Pain seiner Seite, Mann. Ich war schon seit Tag 1 auf Pain seiner Seite. Ey, Pain, wenn du dieses Video siehst, ich werde dieses Ding hochladen, ich werde diese Reaktion hochladen, dass auch du bis gleich das sehen wirst. Ich weiß, dass du seinen Namen eigentlich suchst. Ich weiß es. Und ich weiß, dass du mein altes Video auch schon gesehen hast, wo ich auf dich reagiert habe. Ich weiß es. Und ich bin so auf Pain seiner Seite, Digga. Schau dir mal diese Dislikes an, Bruder. Hast du da irgendwann nichts was Falsches gemacht, Bruder? Also sind wir mal ehrlich. Digga, das ist einfach. Sagen wegen dem Baby. Ja, moin, Rip. Puh, auf Peace Like. Schön, dass du wieder hier bist. Kann, wie es mir geht und wie echt ich bin. Ich habe immer gesagt. Wie echt er ist. Hat er nicht gerade gesagt, er hat alle Videos gefaked? Ich möchte jetzt echt werden. Und jetzt werde ich echt. Und mir ist scheißegal, was du von mir denkst. Aber ich finde es einfach nicht korrekt, wie du auf mein Statement reagiert hast, ja? Und du hast mich vor allen Leuten zum Hampelmann gemacht. Jetzt mal, sind wir mal ganz ehrlich, Dicker. Sagen wir jetzt mal, deine Mutter hat einen Bandscheibenvorfall, Pain, ja? Sagen wir mal, sie hat einen Bandscheibenvorfall. So, dann kommt irgendein Hater von dir und lacht deine Mutter aus. Er lacht deine Mutter aus, wenn du mit ihr auf der Straße läufst. Und er lacht sie einfach aus. Dicker, denkst du, sowas ist schön? Dicker, sowas. Dicker, du bist in der Öffentlichkeit, da gibt es Hater. Verstehst du das nicht? Wie oft wurde ich für mein Video, wo ich das erste Mal auf OnPoint reagiert habe, wie oft wurde ich auf Julian Bam, wo die 40.000 oder die 35.000 Klicks sind, wie oft wurde ich bitte gehatet für das Video, welches ich vor einer Woche hochgeladen habe, wo auf Kalle geht? Wie oft wurde ich gehatet? Wie oft habe ich einen Kommentar gekriegt, ich soll mich umbringen? Wie oft? Wie oft, Bruder, hat es mich gejuckt? Nein, die sind einfachsichtig. Bruder, ignoriere das doch einfach. Und wenn deine Mutter was hat, Digga, dann ignoriere das doch, Mann. Und sag dem, Digga, weißt du was, wir sehen uns bald in ein paar Jahren. Kennst du Karma? Boom! Ein paar Jahre später ist seine Mutter vielleicht tot oder was auch immer. Lass es doch nicht. Du provozierst dich einfach viel zu schnell. Digga, das ist. Du bist in der Öffentlichkeit. Du solltest das langsam checken, dass es Leute gibt, die dich haten. Meine Güte. Rap, Bro, was geht, Mann? Ehrenmann. Abo ist da und Like. Ehrenmann, Bruder. Ehrenmann, Kussmann. Rap, Bro. Ehrenmann. Was labert der Typ da? Und jetzt werde ich echt never, das hast mich vor allem zum Hampelmann gemacht. Fast. Du schon immer, auch ohne Pain. Elias, da hast du recht, Bruder. Und nochmal Rap, Bro. Dankeschön, Mann. Ehrenmann. Dankeschön für den Support. Das ist nicht schön. Digga, akzeptier doch einfach jeden Menschen, wie er ist. Egal ob von Afrika, egal ob von China, egal von wo. Scheißegal, Mann. Wir sind alles Menschen. Wir sind alles Leute mit Gefühle. Scheißegal, Mann. Mit Gefühlen. Bruder, aber okay. Dazu muss ich sagen, habe ich am liebsten auch so. Ich würde am liebsten
Liebe verteilen und. Digga, aber sei mal ehrlich, mit solchen Videos, denkst du, da werden irgendwelche Leute sagen, oh, er macht zwar Fake-Videos, aber ich lasse trotzdem ein Like da und ich bin Beast-like, juhu, ich habe 205.000 Abonnenten, ich kann machen, was ich will, ich bin ein YouTube-Star. Denkst du, irgendjemand, Bruder, denkst du, irgendjemand wird das machen? Also du vielleicht, ja, YouTube-Star sein, aber, Bruder, denkst du, immer gerne, hab live geteilt. Ehrenmann, Bruder, Ehrenmann. Der passt das wohl aber so. Schau, please, was anderes. Das ist voll langweilig. Dennis, ich werde gleich was anderes anschauen, aber ich werde das zu Ende reagieren, denn das kommt vielleicht auf neues YouTube-Video. Ihr wisst Bescheid. Kannst du auf Julian Gamer reagieren? Werde ich auch gleich machen. Kleiner Moment. Man könnte ich schon alles zusammenschlagen. Bis like, wir lieben dich. Dieser Moment. Wisst ihr, Leute, ich finde das einfach nicht korrekt, wie er darauf reagiert hat. Und ich bin ein Mensch, ich gebe jedem Menschen eine zweite Chance. Okay. Egal, ob er bei... Bis like, wir werden es so machen. Falls du dieses Video sehen solltest, schreib mir bitte per Instagram und wir machen ein Interview. Das werden wir machen, über Discord. 100%. Ich habe Bock drauf. Wir machen ein Interview, wo ich dich interviewen werde, wenn du dieses Video sehen solltest. Denn ich finde, du sitzt viel zu ruhig da und wenn du ADHS hast, schickst du mir das Arztzeugnis, dass du das hast. Oder irgendwas, was der Arzt das gesagt hat. Das glaube ich dir überhaupt nicht. Also wenn es so ist, dann entschuldige ich mich persönlich bei dir, Bruder. Ich mache ADHS nicht, fertig, weil ich habe einen Bruder, der davon angesteckt ist. Und ich weiß, oder angesteckt, er hat diese Krankheit. Und ich weiß, dass es so, und ich weiß genau, was es in sich hat. Und ich möchte, wenn du dieses Video sehen solltest, Bruder, dann schick mir das. Oder wir machen ein Interview zusammen. Bei mir verkackt hat. Ich sage, wenn du dich ändern willst, okay, dann beweise es mir. Zack. Ich verzeihe ihm, weil ich jedem Menschen... eine zweite Chance sehen, Mann. Aber ich fand's einfach nicht korrekt, wie du auf das Video reagierst. Okay, hau rein, Mario. Dankeschön, dass du da warst. Kuss geht raus. Bin ich dir ganz ehrlich? Muss ich dir wirklich sagen, Peng? Weil ich kann nichts dafür, dass ich diese Krankheit habe und dass ich jetzt hier Gras rauche. Ich habe auch so Dreckskommentare gelesen von wegen, du hast doch eh keine Ahnung, diese Tabletten helfen mir, die machen mich konzentriert. Okay, Leute, ich sag euch jetzt eins, ja? Wenn ihr noch jung seid, merkt ihr noch nicht so viel von den Tabletten. Aber umso älter ihr werdet, vertraut mir, Leute, ich weiß, von was ich rede, umso mehr wird es euch ficken. Und wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt mir einfach. Mir ist scheißegal, ich helfe jedem Menschen. Ja? Weil für mich zählt einfach nur die Menschlichkeit. Ist jemand zu mir korrekt? Okay. Jetzt Live-Chat. Wir werden, mein Cousin hat auch ADHS und er kann nur maximal 5 Minuten sitzen, wenn er überhaupt so lange. Dankeschön, Elias, du hast es genau gesagt, das meine ich. Er sitzt viel zu ruhig da auf dem Platz. Dankeschön. So, Live-Chat, wir werden den jetzt anschreiben. Und schauen, ob er uns überhaupt zurückschreibt. So, wo ist er? Wie heißt er überhaupt? Ich habe keine Ahnung. So, wir werden ihn schreiben. Ist er das? Ich weiß nicht, ob er das ist. Wie heißt der auf YouTube, der auf Instagram? Bitte nicht folgen, liebe Leute. Doch, das ist er. Nee, das ist er nicht. Warte mal. Doch, das ist er. What the fuck? Okay, anscheinend ist er das tatsächlich. Wir schreiben ihm einfach mal... So. Okay, hab's ihm geschrieben. Kommt Zombie nächsten Freitag oder unernächste Freitag? Zombie? Bruder, da musst du mir ganz kurz nochmal helfen. Gelach. Mir auch. Damit ich nichts falsch verstehe. ADHS ist eine Aufmerksamkeitsstörung, wie man dann deshalb rauchen anfange. Ich meine, das ist doch gar kein Zusammenhang. Nein. ADHS ist eine Aufmerksamkeitsstörung, wo Leute einfach ein bisschen hippliger sind oder so ein bisschen aufgeregter, so ein bisschen zappliger, so ein bisschen, oh, ich muss irgendwas machen und so und ich muss so und so und so und ich muss einfach irgendwas machen oder so. Das, liebe Leute, ist ADHS. Wenn man sich nicht ruhig halten kann, wenn man sich nicht gut konzentrieren kann, wenn man das nur für 5 Minuten gut machen kann und. Und deswegen, liebe Leute, ich verstehe ganz kurz leider nicht, was er sagt.
kommt nächste oder und Gerlach, ich komme leider immer noch nicht klar. Tut mir leid. Ich bin gerade ein bisschen lost. Übernächste Woche. Was kommt übernächste Woche? Macht das wirklich nicht, Imagine. Macht das wirklich nicht. Und deswegen, ich verstehe es nicht. Und er sagt, er ist ein gutes Vorbild und sagt den Leuten, ihm geht's besser, wenn er kifft. Gutes Vorbild. Bin ich korrekt zurück? Wisst ihr, was ich meine? Das ist ein Geben und Nehmen. Aber Payne, ehrlich, ich kann nichts dazu sagen. Ehrlich, nicht korrekt von dir. Ja, aber wenn du dich entschuldigen willst, Bruder, dann schreib mir bei Instagram oder wir telefonieren mal. Kein Problem. Ich bin. Okay, Digga, ich entschuldige mich, falls du wirklich ADHS hast. Ja? Dafür entschuldige ich mich, dass ich das gesagt habe. Dafür werde ich mich entschuldigen. Aber ich habe nichts von dir, wo ich sagen kann, du hast kein A du hast ADHS. Und du hast noch nie was vorgelegt. Ein korrekter Mensch. Ich bin nicht so ein Mensch, der andere Leute immer fertig macht oder so. Ich bin, wurde immer fertig. Alex, mal, was geht? Ja, Bruder, wir haben 2016 Abonnenten, Mann. Voll krass, ne? Er sagt, wenn er Drogen nimmt, wird er ruhiger. Das, okay, das kann sein, dass Drogen vielleicht ein paar Leuten hilft, ja? Aber bei ADHS nehme ich das nicht an. Also da vielleicht hilft so Weed oder so, aber ganz ehrlich, also Bruder, dann sagt man das nicht. Weil jetzt werden alle Leute mit ADHS, die dich feiern, werden mal so ausprobieren und dann denken sie so, geil, Mann, shit, das macht mich halt wirklich ruhiger, ja? Ist halt auch Weed ist entspannend, ja? Also ich habe noch nie selber Weed genommen. Ich habe noch keinen Alkohol getrunken, ich habe noch nie Weed genommen. Noch nie Drogen allgemein. Und das könnt ihr mir glauben. Aber dann werden deine Zuschauer, die vielleicht 12, 13 Jahre alt sind, werden einfach das probieren. Und dann werden sie vielleicht süchtig danach. Hast du dir das auch schon überlegt? Und liebe Leute, die jetzt gerade zusehen und ADS haben, bitte liebe Leute, bleibt bei den Tabletten oder probiert es ohne. Aber nicht mit Weed oder Drogen anfangen. Dankeschön. Eben, ich sag ja nicht, dass Weed nicht schlimm ist, Alex. Ich sag ja nicht, dass. Also, klar, also es kann vielen Leuten helfen, aber ich möchte Leute nicht dazu führen, dass Leute Weed nehmen. Fertig gemacht. Ich wurde immer fertig gemacht. Egal, ob es jetzt wegen Fake Pranks waren, egal jetzt, ob es in der Schule war, ich wurde in meinem Leben immer nur fertig gemacht, ja? Aber ich habe niemals aufgegeben und ich werde auch niemals aufgeben. Mir ist scheißegal, was irgendwelche Leute von mir denken. Das Ich ist doch mache mein gut. Ding mit Musik und dann bin ich zu Ende aus, Mann. Musik? Okay. Mir ist scheißegal, Alter. Mein erster Hit wird kommen und das sage ich euch, Leute. So, jetzt noch die nächste Sache. Ihr habt ja gesehen in dem letzten Statement, dass ein anderer Kollege dabei war, nicht Chalas. Chalas, ich küsse deine Augen. Leute, Chalas ist heute. Ich würde mir niemals etwas spritzen und Pillen würde ich auch nur nehmen, wenn sie überlebensnotwendig sind. Das ist Musik. Nicht dabei, denn er ist in Polen mit seiner Freundin und. Zombie kommt, sagt Kapi übernächste. Was? Zombie kommt, sagt Kapi übernächste Woche. Aber Samra sagt, es kommt nächste Woche. Weißt du, wann es genau kommt? Auch wenn nicht, reagierst du dann darauf. Sorry für mein Deutsch, bin ein Jahr in Deutschland. Das macht nichts, Bruder. Alles gut, Gala. Alles gut, Mann. Das ist ein gutes Wort. Ich weiß leider auch nicht, wann das genau kommt, aber ich werde es mir mal anschauen, Bruder. Ich werde es mir mal anschauen, Bruder. Und seinen Eltern ist das, ja. Und ja, ihr wisst Bescheid, der kommt bald zurück und dann werden wir richtig abgehen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Gedanken habt, schreibt mir bei Instagram. Und ja, eben, die dritte Person, die auch in diesem Statement war, der Afrikaner, er wird nicht mehr dabei sein, Leute, weil das Problem ist, wir hatten ein paar Streitigkeiten, dies, das, es war nicht so gut. Deswegen, ich und Trallas werden das alleine machen. Aber wir werden das auf jeden Fall auf die Reihe kriegen. Und ja, Leute, das waren meine Gedanken. Wie gesagt, Leute, ich finde einfach, in jedem Menschen steckt eine zweite Chance. Jeder Mensch hat das Anrecht dazu, seine Meinung öffentlich oder auch einfach. Anrecht? Gibt es Anrecht? Sorino Felden. Wer kennt es auch? Man furzt unter der Decke und geht runter riechen. Ehrenmann. Kenne ich natürlich auch. So. Tuch. Jo, schon seit einer Woche auf Sascha reagieren. Jo, werden wir gleich machen. So zu teilen, scheißegal.
Ich kiffe wegen Krankheit, ich stehe dazu. Ich sage das öffentlich, ist mir egal, was die Leute von mir halten. Ich stehe dazu und Ehrlichkeit im Leben ist immer das Wichtigste und das wisst ihr selber. Ehrlichkeit, wie oft haben meine Eltern zu mir gesagt, ich soll nicht lügen. Ich schwöre, ich habe oft gelogen, Leute. Aber jetzt egal, scheißegal, Mann. Jetzt, ich gehe nur noch den geraden Weg. Ich will nur noch ehrlich sein, Mann. Okay? Und deswegen würde ich sagen, Leute, das war's mit meinem Statement. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo. Bald geht's richtig los mit Musik, Leute. Ich werde keinen Dislike da lassen. So einer bin ich nicht. Party, Partout. Oh, ja, Unge. So, Sascha, also unsympathisch.